Hallo werte Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Let's Play World of Tanks heißt das Format und Löwe, der Panzer, der gespielt wird, eingeschickt von Valley98. Vielen Dank, Valley. Karte ist Himmelsdorf und ja, was soll man denn sagen? Er ist normalerweise der Majestät der Tierwelt. In dem Fall hat er weniger Haare, ein bisschen anderen Körper, ist nicht mehr ganz so schnell und schaut eigentlich gar nicht aus wie so ein Löwe, aber er ist es, der Löwe. Ja, dann schauen wir doch mal, was er so reißen kann. Löwe, wie gesagt, ein 8er Premium schwerer Panzer der Deutschen. Für die, die gerne mit deutschen Spielen gerne das Thema anwinkeln und so forcieren, ist es wirklich ein sehr guter, brauchbarer Premium. Er ist nicht so schnell wie jetzt die Russen zum Beispiel, hat dafür aber eine bessere Kanone. Kein verbessertes Matchmaking, muss man auch immer mal wieder dazu sagen. Also er hat ein ganz normales Standard plus minus 2 Matchmaking. Oh, und da ist schon der erste Oho. Aber dem Oho kann er natürlich so einfach mal durchschießen. Ist ja groß genug. Ah, in dem Fall hat es leider nicht so geklappt, aber er steht hier sehr schön. Es geht mit dem Löwen super. Da kommt der, die Ohos spielen zusammen im Clan. Das sieht man natürlich auch, dass sie sofort draufdrücken und hier Gas geben und sich gar nicht daran, lange darum scheren, da hinten zu campen, sondern direkt Gas zu geben. Hier ist er leider abgeprallt. Er hat noch einen Jagdtiger im Hintergrund, das ist schon mal von Vorteil. So, die beiden Ohos spielen das jetzt aber nicht mehr so clever, aber gut. Jetzt können sie natürlich, jetzt haben sie auch natürlich da den zweiten Gegner. Und jetzt kommt im Hintergrund auch noch ein KV-4. So, jetzt nochmal. Und der erste Oho ist schon fast tot. Er, muss man auch sagen, macht er sehr schön, dass er sich auf den einen fokussiert. Genau, und dann nimmt er ihn auch raus. Sehr gut. Da er sich jetzt hier gar nicht lang mit dem vor sich beschäftigt hat, hier schon ein bisschen was am Premium geschossen, aber am Ende wird er noch mit einem dicken Plus nach Hause gehen, so wie es für einen Premium gehört. Und jetzt lädt er auf normal wieder um für den Jagdpanther. 3 zu 5 steht es leider allerdings schon. So, jetzt können sie den raus. Der Hügel ist komplett weg. Die Gegner kommen jetzt hier rum. Jetzt fahrt er auf den Oho drauf. Und kommt hier sehr gut durch. Braucht da gar kein Premium, geht auch so. Und wer sagt, dass die OP sind, der hat hier noch nicht einen Löwen gesehen. So, da ist er raus. Er hat schon 3000 Schaden gemacht. So, jetzt ist er hier ein bisschen eingeklemmt. Gerade. Ah ja. Fucking Gold Noobs, haha. Also der Oho natürlich typisch, wenn man zerstört wird, dass man dann natürlich die Flamekeule auspackt. Wie soll es auch anders sein? Da konnte er jetzt auf den Komet schießen. Ja, schon 5 zu 9. So, da der T20. Schöner Hit. In der Bewegung noch kaum eingeaimt, aber trotzdem durchgekommen und getroffen. So, der T20 haut auch direkt ab. Fahrt jetzt auf den, auf die Su drauf. Su rammt ihn, aber naja. So, und jetzt umfährt ihn der T20 wahrscheinlich. Nein, die Su macht ihn noch weg, sehr gut. So, jetzt ist er wieder da angekommen, wo er mal gestartet ist. Und zwar bei seinem Cap. Und da kommt jetzt T34-3. Hat ihn direkt angezündet, sehr schön. Und jetzt rammt er ihn auch noch und damit macht er ihn weg. Der war jetzt schön viel Schaden in kürzester Zeit. Das hat der T34-3 wahrscheinlich gar nicht so kommen sehen in dem Augenblick. So, IS-3 haut da ab. Konnte er leider nicht mehr drauf. Und jetzt hinter ihm ein T37. Der erste Hit sitzt.
Er kommt hier durch, aber schießt hier natürlich auch Premium auf den Löwen. Jetzt sind nur noch die beiden hier am Start. Jetzt auch noch ein T29. Jetzt bekommen sie es von beiden Seiten. Feuererlaubnis erteilt. Wo sind sie hin? So, jetzt auf den T37, aber der kommt nicht vor. Also nimmt er doch nochmal den T29. In dem Fall darf man schon sagen, es ist wahrscheinlich jetzt einfach nur noch daraus bestehend, noch so möglichst viel Schaden auszuteilen, wie geht. Jetzt ist der KV auch noch gefallen. Und jetzt hat er dahinter sich noch einen T37. Und jetzt kriegt er hier die Hits. Ah, da ist noch ein Panther. Vielleicht nimmt er den noch mit. Und er nimmt den Panther noch mit. Sehr schön, aber jetzt war es das. Also jetzt kann er nichts mehr machen. Nein, und da ist er leider tot. Ist zerstört, wie man hier sieht. Ein einzelner Fackelberg. Aber hier vorne der T29, hier T37, IS-3 noch dran. Und ein Ferdinand wäre jetzt auch noch fast mit voller HP gekommen. Da konnte er nichts machen. Trotzdem eine sehr schöne Runde. 6000 Schaden gemacht. Und unterm Strich hat er rausbekommen 125.000 Credits. Und das für die Niederlage, glaube ich, sehr beachtlich. Ich hoffe, euch hat es gefallen und zeigt, dass der Premium-Achter der Deutschen, der Löwe, ein sehr gut und brauchbarer Panzer ist. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.